Hallo, für Screencasts, Lernvideos ist es oft ganz nützlich, wenn die Möglichkeit besteht, dass Tastenanschläge und Mausklicks auf dem Video zu sehen sind. Das möchte ich heute mit den beiden Tools KeyMon, basierend auf dem Quellcode vom Key Status Monitor, und dem Tool ScreenKey demonstrieren. Als erstes lade ich das Tool KeyMon herunter. Entpacke das Paket. Auf dem Desktop. Gehe ins richtige Verzeichnis. Und installiere das Programm mit dem Befehl sudo, Leerzeichen. Python Leerzeichen setup.py Leerzeichen install Enter. Der Start erfolgt mit dem Befehl key-mon Enter. Was hier noch fehlt, ist das Modul Python-xlib, das mit dem Kommando sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen Python minus xlib Enter nachinstalliert wird. Der zweite Versuch. Und es funktioniert. Position und Größe sind verstellbar. Die Optionen werden durch key-mon Leerzeichen minus minus help ersichtlich. Als zweites lade ich das Tool ScreenKey herunter und installiere es. Ich klicke direkt das Paket für Ubuntu an und folge den Anweisungen. Paket installieren. Passwort eingeben. Okay. Der Befehl ScreenKey Enter aktiviert das Programm oder man klickt auf Anwendungen, Zubehör, ScreenKey. Und jetzt kann man ein bisschen Tasten rumspielen und man sieht, die Tastenanschläge werden angezeigt. Die Position und die Größe sind einstellbar. Dazu klickt man auf das Symbol von dem Programm ScreenKey und klickt auf Einstellungen. Oder man kann das Programm auch so beenden, das Symbol klicken und beenden. Ciao und viel Glück.